Die Fernsehserie Die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn 1980 ist eine kanadisch-deutsche Koproduktion, die auf den beiden berühmten Romanen von Mark Twain basiert. The Adventures of Huckleberry Finn und The Adventures of Tom Sawyer. Die Serie zeigt lebhaft die Abenteuer von Huck Finn und Tom Sawyer in einer Reihe von spannenden und bewegenden Geschichten. In diesem Video schauen wir uns an, wie sich die Schauspieler der Serie heute verändert haben. Nummer 1. Ian Tracy spielte Huckleberry Finn, als er 15 Jahre alt war. Geboren 1964, ist er heute 60 Jahre alt. Tracy setzte seine Schauspielkarriere in vielen bekannten Filmen und Fernsehserien wie Da Vinci's Inquest, Intelligence und Bates Motel fort. Derzeit ist er weiterhin aktiv in der Film- und Fernsehbranche tätig und gilt als ein erfahrener Schauspieler in Kanada. Nummer 2. Sammy Snyders spielte Tom Sawyer im Alter von 14 Jahren. Geboren 1962, ist er heute 61 Jahre alt. Nach Huckleberry Finn and His Friends wirkte Snyders in einigen kleineren Projekten mit und wechselte dann hinter die Kulissen, insbesondere im Bereich der Choreografie. Heute lebt er in Kanada und hat sich von der Bühne zurückgezogen, um sich auf sein Privatleben zu konzentrieren. Nummer 3. Brigitte Horney spielte Widow Douglas, als sie 66 Jahre alt war. Geboren 1911, verstarb sie 1988 im Alter von 77 Jahren. Horney setzte ihre lange und erfolgreiche Schauspielkarriere fort und wird als einer der großen Stars des deutschen Kinos im 20. Jahrhundert in Erinnerung behalten. Nummer 4. Bernard Cribbins spielte Pap Finn im Alter von 51 Jahren. Geboren 1928, verstarb er 2022 im Alter von 93 Jahren. Nach der Serie setzte Cribbins seine reiche Schauspielkarriere in britischen Filmen und im Fernsehen fort und war unter anderem in der Serie Doctor Who zu sehen. Nummer 5. Blue Mancuma spielte Jim im Alter von 31 Jahren. Geboren 1940, ist er heute 75 Jahre alt. Nach der Serie setzte Mancuma seine beeindruckende Schauspielkarriere fort und war in vielen Serien wie The X-Files, Stargate SG-1 und 2012 zu sehen. Heute ist er weiterhin in der Film- und Fernsehbranche tätig und eine bekannte Persönlichkeit in der kanadischen Unterhaltungsindustrie. Nummer 6. Gunnar Möller spielte Judge Thatcher, als er 51 Jahre alt war. Geboren 1928, verstarb er 2017 im Alter von 89 Jahren. Nach dieser Rolle setzte Möller seine Schauspielkarriere in Deutschland fort und war in vielen denkwürdigen Rollen im Film und Fernsehen zu sehen. Nummer 7. Fionnuala Flanagan spielte Aunt Polly, als sie 39 Jahre alt war. Geboren 1941, ist sie heute 82 Jahre alt. Flanagan setzte ihre erfolgreiche Karriere mit vielen herausragenden Rollen in Filmen wie The Others und Lost fort. Heute ist sie weiterhin in der Unterhaltungsbranche tätig und wird als eine erfahrene Schauspielerin respektiert. Nummer 8. Patrick Drury spielte Mr. Jones, als er 38 Jahre alt war. Geboren 1945, ist er heute 78 Jahre alt. Nach Huckleberry Finn and His Friends setzte Drury seine Schauspielkarriere in vielen Fernseh- und Theaterprojekten fort. Heute ist er weiterhin als Schauspieler tätig, insbesondere auf der britischen Bühne. Nummer 9. Erna Selmer spielte die Schwester von Widow Douglas, als sie 69 Jahre alt war. Geboren 1905, verstarb sie 1983 im Alter von 78 Jahren. Selmer setzte ihre reiche Schauspielkarriere bis zu ihrem Tod fort und wird als eine der herausragenden Schauspielerinnen des deutschen Kinos in Erinnerung behalten.
Nummer 10. Henry Beckman spielte Uncle Silas im Alter von 55 Jahren. Geboren 1921, verstarb er 2008 im Alter von 86 Jahren. Beckman setzte seine lange Schauspielkarriere mit vielen denkwürdigen Rollen in Here Come the Brides, McHale's Navy und The X-Files fort. Nummer 11. Al Waxman spielte den Sheriff, als er 44 Jahre alt war. Geboren 1935, verstarb er 2001 im Alter von 65 Jahren. Waxman wurde weiterhin durch seine Hauptrolle in King of Kensington und vielen anderen Rollen bekannt und hinterließ einen bleibenden Eindruck in der kanadischen Unterhaltungsbranche. Die Serie Huckleberry Finn and His Friends vereinte eine talentierte Besetzung, von der jeder Einzelne einen bleibenden Eindruck bei den Zuschauern hinterlassen hat. Obwohl viele von ihnen verstorben sind, leben ihre Karrieren und ihr Erbe durch die Kunstwerke, die sie geschaffen haben, weiter. Die Überlebenden setzen ihre Beiträge zur Kunst fort oder haben sich für ein friedliches Leben abseits der Scheinwerfer entschieden.